Heute werde ich euch erzählen, wie man ein Jupyter-Notebook reproduzierbar machen kann. Dafür gibt es verschiedene Arten. Der Konsensus ist auch noch nicht so da, dass es wirklich eine Art gibt, aber ich habe versucht, eine Version davon zu demonstrieren. Basierend ist es auf den Aufgaben oder dem Machine Learning-Beispiel, das wir in der letzten Folge durchgeführt haben. Das ihr sicher auch noch anschauen könnt, wenn es euch interessiert. Das komplette Jupyter Notebook ist hier unten erhältlich. Ihr könnt einfach in der Description auf den Link klicken und das führt euch dann zu einem Google Colab-Book, wo ihr alles auch mitmachen könnt. Herzlich willkommen. Heute werden wir über Reproduzierbarkeit reden, die manchmal ein bisschen schwer ist, vor allem in Jupyter Notebooks herzustellen. Ich werde euch zwei Wege zeigen oder einen Weg zeigen. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, wie man versuchen kann, dieses Problem anzugehen. Fangen wir an. In unserem Fall müssen wir eigentlich nur sicherstellen, dass drei verschiedene Komponenten sich in einer vorhergesehenen Art und Weise verhalten. Und zwar, wir haben unseren Code, der praktisch beschreibt, wie eine Analyse durchgeführt wird. Dann haben wir natürlich die Daten und wir haben unser System. Das heißt, dieser Code wird von diesem System interpretiert. Das System lädt die Daten und führt dann diesen Code aus und produziert daraufhin unsere Resultate. Wie gesagt, in unserem Fall sieht es so aus, dass der Code ein Colab-Book ist. Das System ist der Python-Kernel. In unserem Fall läuft der auf einem Google-Server. Und dann haben wir eine Datenbasis und bei uns ist es ein CSV-File. Wie kann man jetzt sicher sein, dass man den gleichen Code ausführt, der auch in der ursprünglichen Analyse verwendet wird? Dafür können wir eindeutig unser Versionsmanagement benutzen. Die einzigen Informationen, die wir dafür benötigen, ist das Repository, dann welcher Branch damit gemeint ist und am Ende welcher Commit die Version des Codes kennzeichnet. Das ist diese Zahl hier. So, gehen wir weiter. Ich habe jetzt das Colab-Book, das wir für unsere Auswertung genutzt haben, jetzt ein bisschen angepasst. Und ich will euch jetzt die wichtigen Änderungen vorstellen. Erstens ist es so, dass man in Colab-Books oftmals das Problem hat, dass man irgendwelche Variablen hat, über die man nichts weiß, die dann irgendwelche Eingaben verändern können. Das heißt, das Erste, was wir tun, ist, wir löschen alle temporären Variablen und stellen so sicher, dass das Notebook wirklich leer ist und in einem einheitlichen Zustand. So, und damit fangen wir an. Dann installieren wir zusätzliche Packages, die wir noch benötigen. In dem Fall installieren wir dieses dTree-Viz, das in diesem ursprünglichen Colab-Book nicht vorhanden ist. Jetzt kommen wir zu den Libraries. Diese Libraries sind unsere externen Abhängigkeiten oder Dependencies und die werden hier alle auch deklariert. Wie kann ich ein System dokumentieren, sodass ich praktisch die gleiche Arbeitsumgebung herstellen kann? Dazu kann ich erzählen, dass Code nicht einfach so im freien Raum steht, sondern Code führt meistens andere Bibliotheken auf. Und diese Bibliotheken haben meistens auch eine eigene Version. In unserem Fall haben wir eben im Zentrum von diesem Dependency Graph unser Notebook. Und dieses Notebook benötigt gewisse Bibliotheken, zum Beispiel Pandas, zum Beispiel Scikit-Learn, zum Beispiel Seaborn. Und was wir eigentlich tun können, ist einfach sagen, okay, für diese Code haben wir Pandas 1.1.5 benutzt. So, Pandas 1.1.5 benötigt dann wiederum andere Bibliotheken, wie zum Beispiel NumPy, aber noch weitere Dependencies. Und am besten sollte man das natürlich auch dokumentieren. Es ist aber nicht unbedingt nötig, denn Package Manager wissen eigentlich, welche anderen Abhängigkeiten dieses Pandas hat und in welcher Version das sein muss. Das heißt, wenn
mein Package Manager sagt, es soll diese Pandas Version 1.1.5 installieren, wird er dann auch die richtigen Dependencies raussuchen. Wenn diese Versionsnummer falsch ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ergebnis sich nicht verändern wird, aber man will ja wirklich sicher gehen, dass genau diese gleiche Systemumgebung sind. Das heißt, es sollte eindeutig dokumentiert werden, welche Versionsnummern für eine Auswertung benutzt worden sind. So, diese importieren wir jetzt. Jetzt müssen wir hier noch eine Konfiguration ausführen, damit die Plots richtig angezeigt werden. Und jetzt komme ich zu der Versionierung. Es ist ganz wichtig, dass diese Versionen irgendwo dokumentiert werden. Und diese Version kann man eigentlich mit einfachen Commands auch rauskriegen. Erstens bestimmen wir die Version von unserem Python. Dann schauen wir uns die Version von Pandas an. Jetzt ist es so, dieses Pandas, wie ich ja erklärt habe, hat jetzt noch weitere Abhängigkeiten. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diese anzustellen? Es gibt. Man kann hier zum Beispiel einfach versuchen, dieses Pandas mit PyPI zu installieren. Und das können wir jetzt machen. So, es ist natürlich schon installiert, aber was hier uns anzeigt, ist, welche Requirements jetzt zum Beispiel Pandas hat. Das heißt, Pandas benötigt zum Beispiel NumPy in dieser Version, es benutzt PyTZ in der Version, Python Data Util in der Version und Sixt in der Version. Und so kann man gut auch nachvollziehen, welche externen Abhängigkeiten es gibt. Allerdings in einem Echtfall würde es eigentlich reichen, wenn wir einfach diese Version dokumentieren, weil diese Version benötigt diese anderen abhängigen Versionen. Und pip kann diese Version dann dementsprechend auch installieren. Und das tut das auch automatisch. Jetzt führe ich hier ganz kurz noch die anderen Versionen durch, die wir haben. Es gibt jetzt sogar einen Befehl, mit dem wir komplett alle Python-Libraries anschauen können, die installiert sind. Das sind aber viel zu viele in diesem Fall. Ich werde hier das nur der Vollständigkeit halber zeigen. Und hier hat man jetzt eine Riesenliste mit ganz vielen verschiedenen Versionen, die es gibt, die installiert sind. Das ist aber komplett sinnlos, die alle zu dokumentieren. Allerdings wollte ich zeigen, es gibt einen Weg, diese auch festzuhalten. Dann gehen wir weiter. So, jetzt kommen wir zu den Daten. Wir laden jetzt die Daten. Ich lade sie jetzt nicht über das CSV, sondern ich lade sie einfach aus der Library. Das macht die Sache einfacher und ich muss sie nicht extra über unseren Google Drive mounten. So, und jetzt kann ich hier überprüfen, ob die Daten geladen sind und ich kann sehen, okay, der Datensatz ist geladen. So. Okay, bevor ich euch jetzt erzähle, wie wir schauen können, dass der Datensatz sich nicht geändert hat zwischen der ursprünglichen Auswertung und der Reproduktion, will ich zwei Konzepte vorstellen. Das erste ist eine Checksum und das zweite ist ein Hashcode. Okay, was ist eine Checksum? Eine Checksum ist einfach die Summe über einen Datensatz. Also wenn wir jetzt einen Vektor haben, der 4 Elemente enthält, 4, 3, 8, 9, dann ist die Prüfsumme jetzt in dem Fall 4 plus 3 plus 8 plus 9 ist 24. Und warum macht man das? Man braucht einfach etwas Kleineres, anhand dessen man trotzdem überprüfen kann, ob irgendwas mit diesem Vektor passiert ist. Was ist jetzt eine Hash-Funktion? Eine Hash-Funktion ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass sie ein bisschen komplizierter ist. Die Ziel einer Hash-Funktion ist, dass es in eine Richtung ganz einfach ermittelt werden kann, allerdings dass es sehr schwer ist, von der anderen Richtung wieder zurückzugehen. Das spielt jetzt aber auch überhaupt keine Rolle, wie das implementiert ist. Wichtig ist nur, wir haben wieder unseren Vektor 4, 3, 8, 9 und eine Hash-Funktion gibt uns einen Wert dafür. In dem Fall jetzt 8, 1, 4, 2, 5. Wenn jetzt sich eine Zahl geändert hat in diesem Vektor, wie zum Beispiel die 3 ist jetzt eine 2, dann
wird diese Hash-Wert komplett anders aussehen. Dann wird da vielleicht 6259 stehen oder irgendwas. So, und warum erzähle ich euch das jetzt? Wir benutzen diese beiden Funktionen jetzt, um eine Zahl zu errechnen, die uns hilft zu sagen, ob der Datensatz wirklich noch in der ursprünglichen Version ist. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Data Frame, der jetzt diese ganzen Krebsdaten enthält, und berechnen jetzt für jede Zeile den Hashwert. Und dann kriegen wir pro Zeile eine Zahl, und diese Zahl, über diese Zahlen, das sind dann irgendwie über 500, errechnen wir dann wiederum eine Checksum, und am Ende steht eine Zahl. Das heißt, wenn jetzt irgendeine dieser Zahlen in dieser Matrix jetzt geändert wird, dann wird sich auch das Endergebnis ändern. So haben wir eine relativ einfache Art sicherzustellen, dass der Datensatz eigentlich auch in dem Zustand ist wie bei der ursprünglichen Analyse. Wie überprüfe ich jetzt, dass dieser Datensatz wirklich der Datensatz war, der auch in unserer Analyse benutzt worden ist? Dazu importiere ich jetzt zusätzlich eine Hash-Function für Pandas. Pandas kann über alle Zeilen Hashes errechnen. Und das habe ich hier gemacht, einfach Hash Pandas Object und dann den Data Frame. Und den kann ich mir hier auch anzeigen lassen. Und es hat praktisch 569 Zeilen. Und das sind diese einzelnen Hash-Values. So, und jetzt bilde ich darauf rüber einfach diese Summe, und das ist dann praktisch unsere Checksum, die wir überprüfen können. So, und jetzt habe ich hier hingeschrieben, wie diese Checksum in dem ursprünglichen Lauf war. Und wie wir sehen können, diese beiden Prüfsummen stimmen überein. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, der Datensatz ist wirklich jetzt auch der, der zu der Analyse benutzt worden ist. Genau, jetzt kann ich hier noch weitergehen, kann hier meine Plots ausführen. Dann hier. Genau, komme ich dann am Ende auch zu dem Machine Learning. Und jetzt bin ich hier. Das ist jetzt mein letzter Kommentar hierzu noch. Was jetzt vielleicht noch zusätzlich wichtig ist für unseren Machine Learning Ansatz, ist, dass wir ja unseren Datensatz aufteilen in einen Trainingsdatensatz und einen Testdatensatz. So. Normalerweise passiert das zufällig, ja? Aber wenn wir Reproduzierbarkeit wollen, dann ist es natürlich schlecht, wenn wir jedes Mal einen zufälligen Trainingsdatensatz oder einen Testdatensatz bekommen, wie hier jetzt aufgezeichnet. Wir wollen eigentlich, dass schon zufällig ist, dass aber bei einem erneuten Lauf wieder genau die gleiche Aufteilung des Trainingsdatensatzes zum Testdatensatz herauskommt. Und dafür gibt es Funktionalitäten in den Funktionen, die das sicherstellt. Und dieser gleiche Split kann man über dieses Command Random State gleich 0 anlegen. Man muss es einfach nur hier reinschreiben. Und dann funktioniert es auch. So, jetzt können wir das nochmal ausfüllen. Genau. Und am Ende sollten wir dann eigentlich auch die gleichen Ergebnisse rauskriegen. So, hier noch kurz Graphen erzeugen. Und das war eigentlich das, was ich noch dazu erzählen wollte, was man tun kann, damit man wirklich auch ein Jupyter Notebook oder ein Google Colab Book in einer reproduzierbaren Form halten kann, was nicht immer einfach ist, vor allem, weil es eben viele Variablen gibt, die nicht immer offensichtlich sind, dass die es schon gibt. Und da man eigentlich ganz viele Versionen hat, die im Hintergrund irgendwie arbeiten. Und das Wichtigste ist einfach, dass man sich dessen bewusst ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr weiter Interesse habt in Machine Learning, Medizininformatik oder weitere Themen dieser Art,
So könnt ihr subscriben oder ihr könnt euch die anderen Videos anschauen. Bis dann.